Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, wir machen heute mit der Hauptquest weiter. In den letzten Folgen hatten wir ein bisschen Nebenquests und so gemacht, aber heute habe ich mal richtig Bock, wieder die Hauptquest weiterzumachen. Und zwar die Quest Das Herz der Nora. Begib dich zur Urmutter. Wir befinden uns aktuell auf der Karte hier und müssen hier runter. Ein großer Nachteil, wir können hier nicht herreisen. Ich weiß nicht warum. Es ist nicht möglich, wir müssen praktisch den Weg gehen. Und das machen wir jetzt mal. Ich hoffe mal, dass wir da gut durchkommen. So, dann starten wir mal. Wenn euch das Video ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir am Ende doch ein Like da lasst, einen Kommentar oder auch ein Abo. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Und unterstützt mich ungemein, Leute. So, aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Das Herz der Nora. Und hier sind ein Haufen Feinde, sehe ich gerade. Was ist denn das da? Todbringer. Ach du Scheiße. Wie kommen wir denn da durch? Ich habe eigentlich Bock, dass wir da einfach nur durchrennen. Komm, wir rennen da einfach durch. Den Todbringer lassen wir jetzt einfach mal. Vielleicht sieht er uns ja nicht, wenn wir hier an der Seite ein bisschen lang gehen. Der Schatten dich verzehren. Ja, oder dich. Ich würde sagen eher dich. Und wir haben schon wieder die blöden Pfeile drin. Ich muss mal auf die etwas stärkeren switchen. Oh, alles das voll Maschinen hier. Es ist verwüstet. Das hier war jahrelang meine ganze Welt. Sie wurde innerhalb von Stunden zerstört. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Hier lang. Schau mal, ob ich einen Gefährten rufen kann. Vielleicht kann der mir ein bisschen helfen dann. Alter, was ist hier los? Auf den Gegner, ey. Keiner. Hier ist keiner. Sägezahn. Können wir den fesseln oder so? Oh, ich hau ab hier. Vielleicht können wir die resetten lassen. Das ist ein bisschen zu krass hier, ey. Eine Medizin. Jawohl. 200 Meter noch. Wir müssen eigentlich gleich ein Lagerfeuer da zum Speichern. Wir scannen mal, ob ich hier irgendetwas... Oh ne, was ist denn das? Gut so. Gehen wir mal hier hoch vielleicht. Noch ein Kampf. Können wir hier ein bisschen was überblicken? Noch eine Niederlage. Die Eclipse hat alles zerstört. Das ist ein Lagerfeuer. Okay.
macht denn das überhaupt? In so einer Trappe oder sowas? Wollen die wegschießen? Nö, können wir nicht machen. Okay. So, wie munitionieren wir uns auf? Da kommen sie. Die mag ich gar nicht, die Viecher da. Viecher! Hm, schau mal auf die Karte, vielleicht können wir da irgendwie rumgehen. Wir müssen eigentlich gar nicht dahin. Aber erst speichern wir ab. Hier war ein Lagerfeuer, glaube ich, ja? Ja. So, schauen wir mal auf die Karte, ob wir da irgendwie rum können. Oder wir müssen wieder durch. Wir müssen da durch, glaube ich, gell? Glaubt, da führt kein Weg dran vorbei. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will das aber anders machen jetzt. Genau, rennen wir da genau rein. Feuerpfeile. Kann man ein bisschen zudotten. Ne, treffen wir da. Hammer down, alles klar. Den zweiten noch erledigen. Ja. Okay, der ist auch down. Noch da. Jawohl. Hui. Ich bräuchte mal ein bisschen Lohe. Kann ja nicht mehr viel bauen. Okay, die sind auf jeden Fall noch mal voll. Na, was mache ich denn? Hier drüben. Okay,
Erklär doch mal, komm her. Komm, du Mama, komm her. Okay, alles klar. So, sind jetzt down hier. Wir werden erstmal alles einsammeln. Was haben wir da noch? Tränke. Haben wir auf jeden Fall mal die rein, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie wieder gut Tränke geben. Komischen. Ja, genau. So, hier hinten noch. Ein Kraut. Und eine hiervon. Und eine davon. So, wir speichern das auf jeden Fall mal. Und dann schauen wir, dass wir noch ein bisschen Heilung kriegen irgendwo. Boah, die haben alles kaputt gemacht hier. Wahnsinn, die haben alles eingerissen. Ich bin ja gespannt, wie es oben ist bei der Mutter, bei der Urmutter. Etwas Vorrat. Okay. Ich höre schon wieder eine Maschine. Alter, das kommt doch von da oben, oder? Okay. Nicht gut. Ich scanne mal. Aber... Oh, das hört sich groß an. Okay, dann würde ich sagen, hier... Ah, da ist noch was. Hier hinten könnten noch Kräuter sein. Nehmen wir alles mit. Voll. Alles klar. Alter, was ist denn das? Oh mein Gott. Das hört sich auf jeden Fall riesig an. Okay. Stirb, du Vieh! Nein, warum schießt denn die immer? Ist klar. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, Leute. Riesenvieh sein. Mehr Eclipse. Oh, tatsächlich, ein verdorbener Donnerkie. Oh nee. Die Überlebenden müssen sich im Berg verstecken. Wenn der Tunnel einstürzt, werden sie begraben. Oh Mann, ich will... Ich erreiche die Luke nie. Ich will nicht gegen den kämpfen. Genau. Lass den Berg einstürzen. Kann ich den nicht überbrücken? Boah, ich hab keinen Bock, gegen ihn zu kämpfen.
habt euch euer eigenes Grab geschaufelt, Nora. Das wird eure letzte Ruhestätte. Warte mal, da vorne. Da vorne wäre ja was. Wie diese Maschine wütet. Wenn wir ihr Nest geknackt haben, schicken wir die Dämonen rein, um es zu beenden. Alter, was ist jetzt hier? Krieger, an Aloys Seite, jetzt! Für Aloy! Für die Roboter! Dann helf mir mal, Mensch. Mach den down. Var und Sona, sie leben. Verderbnis wird nicht siegen! Mei, warum treffe ich den denn nicht? Vernichtet es! Du wirst sterben! Alter. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Göttin, richte dich! Der Schwanz müsste mal abfallen. Die Verderbnis wird nicht siegen! Göttin, richte dich! Na komm hier raus. Ist aber ungläubig und verdammt! Okay, wir nehmen uns Knarre hier. Denn jetzt noch? Ein scheiß Schwanz da hinten drauf. Mein Gott! Wir haben's geschafft! WTF. Wir haben nur geholfen. Ich dachte, wir würden sterben. Oh, Alter. Oh, was gibt's jetzt hier Schönes?
Boah, krass, ey. Die Sonderkiefer sind echt heftig. Ich habe eigentlich Glück gehabt, dass die anderen mir geholfen haben. Wer alleine, glaube ich, wäre das schon wieder krass geworden. Noch alles schön einsammeln. Hier ist hier los, eine Pflanze im Berg oder was? Schön Tränke. Tränke sind immer gut. Nehme ich lieber mit. So, dann gehen wir doch mal in die Richtung, um mit Val zu reden. Schauen, was der uns zu erzählen hat. Aloy. Ja. Deine Taten wiederholen die alten Geschichten. Noch ein Metallteufel, der auf den Berg hängen vernichtet wird. Wärst du nicht zurückgekehrt, der Stamm wäre verloren gewesen. Ja, ich bin ja da. Mama ist doch da, Leute. So, dann reden wir mal mit Val. Du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampf, Val. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kharja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen. Aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Lansra, sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampfgeschrei. Tirsas Entscheidung war richtig. Gut für sie. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Gute Einstellung, würde ich sagen. Wir reden später aber weiter. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Okay, wie es denn aber in dem Berg weitergeht, schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit den anderen Folgen und ich würde sagen, jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Andi.